Es ist ein Ritual der Sinne und der Liebe, wenn die israelische Kamea Dance Company zur imposanten Musik von Karl Orff Versuchung und Vergänglichkeit zum Ausdruck bringt. Zum ersten Mal präsentiert der jüdische Choreograf und Sohn von Holocaust-Überlebenden Tamir Ginz seine Interpretation im Deutschen Theater. Neben Carmina Burana steht auch die Matthäus-Passion nach Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Erzählt wird sie aus einer völlig neuen jüdischen Perspektive. Mit der Performance der Matthäus-Passion zeigen wir das menschliche Leid in der Welt. Vor allem in diesen Zeiten mit dem Konflikt, der für so viel Leid sorgt. Und die einzige Lösung ist, wenn die Nationen Frieden schließen und sich gegenseitig verstehen. So wie Jesus und Judas in Liebe zusammenfinden. Die Company kommt aus Münchens Partnerstadt Beersheba und gehört zu den bekanntesten Tanzgruppen in Israel. Seit 20 Jahren treten sie weltweit auf und engagieren sich auch in Bildungsprojekten. Oren Lasowski ist dafür wieder nach Israel zurückgekehrt, nach 16 Jahren auf deutschen Bühnen. Der Tanz ist sehr physisch, sehr starke Technik basiert und mit viel Leidenschaft. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil von der Company, die Leidenschaft, das Herz. Und diese Leidenschaft wollen die Tänzerinnen und Tänzer bis Samstag auf die Bühne des Deutschen Theaters bringen. Die Stadt München ist weiterhin im engen Austausch mit seiner Partnerstadt Beersheba. Wirtschaftlich, aber auch in der kulturellen Zusammenarbeit. Gerade nach dem 7. Oktober 2023 ist umso wichtiger, unsere Unterstützung und Solidarität zu zeigen. Und deswegen war es uns ganz wichtig, dass hier die Kamea Dance Company im Deutschen Theater München auftritt. Seit zwei Wochen ist die israelische Tanzgruppe schon in Bayern unterwegs. Nach Kempten und Aschaffenburg schließen sie ihre Tour in München ab. Die Resonanz bisher sehr positiv. Wir fühlen uns in Bayern wie zu Hause. Wir fühlen uns sicher auf den Straßen, wo auch immer wir hingehen. Und ich denke, wir sind willkommen bei den Menschen, wenn sie erfahren, dass wir aus Israel sind. Wir fühlen uns wirklich geehrt und gesegnet. Heute Abend um 19.30 Uhr ist Premiere im Deutschen Theater mit Carmina Burana. Ab Allerheiligen wird dann die Matthäus-Passion aufgeführt.